Ja, das verstehe ich jetzt noch nicht ganz so. Weil ich meine, wir haben jeden Befehl befolgt, der uns erteilt wurde. Also warum sollten wir jetzt geopfert werden für irgendwas? Na gut, du... Das ist einer von den Heilen. Bist du einer von den Kaputten? Ja, du bist einer von den Kaputten. Dann geh doch mal bitte hier hin. Und mach den Kaputten kaputt. Genau. Dann drehst du dich nach da. Du bist einer von den Kaputten. Du bist heil, du bist heil. Granate? Na komm, Granate. Jo, bye bye. Dann gehst du dahin. Bis wo kommst du? Bis zu Sullivan. Ich würde gerne ihm hier helfen. Du kannst die Betäubungspistole nehmen. Aber gegen so ein kleinen Vieh, komm, nee. Darfst du Granaten werfen? Ja, darfst du. Dann wirf doch mal genau hier hin, damit du 3 treffen. Ja, Frauenpower. Sehr schön. Da müsste sicher sein, ne? Ja. Ja. Ja, okay, da oben ist sicher. So, Cole, du gehst dahin. Was machst du? Schmeißt auch eine Granate? Oh, Napalm. Treffe ich da alle? Ich würde... Ja, ein Feld weiter nach unten hätte ich gemusst. Also dann halt Granate. Treffe ich wenigstens die beiden. Mit Glück. Sehr schön. So, haben wir noch Ovich. Was machen wir mit dir? Du, geh mal dahin. Wirfst noch eine Granate? Ja, komm, was soll's. So. 2 auf einen Streich, nur noch der da oben übrig. Das heißt, die Medusa dürfte jetzt keinen Schlag mehr abbekommen. Jo, sehr schön. Alle haben irgendwas gemacht? Jo, in der Runde. Au. Okay, das habe ich übersehen. Wutentbrannt. Also es betäubt schon mal nicht der Strahl von denen, auch wenn er so ähnlich aussieht wie der von der Medusa. So, Ovich ist wutentbrannt. Dann hauen wir den Paingott. Bäm, 38. Also ich hätte definitiv Entspanntheit bei ihm senken sollen und nicht steigern. Ja, aber gut. Lebenspunkte genug, dann machen wir wieder Gegenangriff. Glück haben wir jetzt oft genug gesteigert. So, dann... Trantin. Der macht keine Sprenzchen, der macht keine Sprenzchen. Du gehst bitte hinter den. Machst 12? Jo, 18 sogar. Pistolen-Skill zahlt sich aus. Und du gehst dahin. Nom 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 nom, da. Sehr gut, was haben wir noch? Sie hat noch nichts zu tun. Dann sollte sich da gleich wegbewegen. Pistole. Einfach nur einen Schritt nach hinten. Du kannst noch einen nach vorne. So, zu beenden. Oh. Gegenangriff, sehr schön. Aber auch das hätte wieder nicht sein müssen. Also, oh, das hätte auch nicht sein müssen. Ja, na Kaffee. Also ich hatte es wesentlich schwieriger in Erinnerung, als ich es damals gespielt hatte. Ich glaube, ich kam nicht mal zum ersten Boss. Keine Ahnung, was da schief lief. Wahrscheinlich habe ich nicht so dediziert nach Kisten gesucht, wie ich es diesmal gemacht habe. Du gehst mal da hin. Da. 5 Lebenspunkte. Ovich.
Pistole. So, weg damit. Du. Nahkampf. Komm, bespuck. Oh, wird aufgeladen. Ah, okay, Fernkampf. Im Nahkampf. Das muss sehr unheimlich für sie gewesen sein. So, was steigern wir bei dir? Glück. So, du drehst dich um, schießt und wir haben gewonnen. Sehr gut. Interessant. Uns ging es ähnlich. All unsere Hilferufe wurden erst mit erheblicher Verspätung beantwortet. Sowas ist mir in meiner gesamten Laufbahn noch nicht passiert. Und ausgerechnet hier versagt ein seit Jahrzehnten bewährtes System. Es fällt mir schwer zu glauben, dass da keine Absicht dahinter steckt. Sehr merkwürdig. Wir haben keinen Funkspruch von Ihnen empfangen. Eine unserer Aufgaben bestand darin, herauszufinden, warum Sie sich nicht gemeldet haben. Warum wir uns nicht gemeldet haben? Ihr Idioten! Wir haben es ja immer wieder versucht, aber ihr habt uns gesagt, wir sollten Geduld haben und im Hafen warten. Und dann haben wir gewartet. So lange, bis wir nicht mehr warten konnten. Wir haben uns dann in die Kanalisation zurückgezogen, aber Giancarlo und Life wollten es noch einmal versuchen. Als sie nicht zurückkamen, ist Joseph nach ihnen suchen gegangen. Ich kann nur sagen, dass wir nie Funksprüche von Group One empfangen oder von deren Existenz gewusst haben. Na, jetzt wissen Sie's. Wie ich schon sagte, wir kommen hier nie und nimmer lebend raus. Ich hoffe, ich kann Ihnen das Gegenteil beweisen. Also ja, die Führungsriege hat wohl definitiv Funksprüche bekommen von Group One. Und von uns ja auch, sie haben sogar geantwortet. Deswegen ich das komisch finde, dass ihr meint, dass es da, ne? Also ein Übersetzungsfehler gewesen sein. Also die Führungsspitze bekommt auf jeden Fall mit, dass hier irgendwas schief läuft, aber sie sagt, dass die Soldaten da bleiben sollen. Also wollen sie vielleicht, dass die Soldaten mutieren? Weil wenn Zivilisten schon zu sowas mutieren, zu was mutieren dann Soldaten? Also in dieser Science-Fiction-Welt. Vielleicht werden das hier irgendwie stärkere Mutanten oder was weiß ich, weil sie eine Kampfausbildung haben, keine Ahnung. Gut, haben wir größere Wunden davon getragen? Nö, nicht wirklich. Da lohnt sich nicht mal ein Pflaster. Und das will was heißen. Gucken wir uns also auf dem Dach hier ein wenig. Da scheint es weiter zu gehen. Okay, gucken wir uns erst hier um. Oh, eine rote Karte. Kusche so rot. Noch irgendwo. Ah, Kiste. Oh. Das Ding tickt. Es ist eine Bombe. Okay, es ist keine rote Karte. Es ist eine rote Bombe. Zwei Headnails, zwei Pain Guards. Das Ding braucht noch 6 Runden, bis es explodiert. Und deswegen haben wir noch Betäubungsgranaten. Oh, oder besser Napalm, warte mal. Ne, dann zu weit auseinander. Die beiden stehen genau richtig, aber ich glaube, da komme ich nicht ran. Guck mal. Oh, doch. Ihr seid nicht feuerresistent, ne? Ja, bye bye. Ja, gib ihm. Ihr seid jetzt schon tot, ihr wisst es noch nicht. So, du gehst dahin und schießt auf den Pengott. Gehst weg. Oh, wo kommst du näher? Dich habe ich irgendwie nicht gesehen. Du gehst bitte dahin. Schießt auf das Fass. Sehr gut. Du gehst dahin. Stunts den. Mit Glück. Und die werden jetzt Trantinen gleich ein bisschen wichsen. Außer Ovich kriegt da irgendwas gerissen. Ich wüsste nur nicht, was er machen könnte. Ich könnte eine Bombe daneben legen. Die explodiert dann früher und zerstört die Bombe? Weiß er nicht. Nee, bringt so nix. Dann nimm doch bitte mal die Schrotflinte. Und schieß auf den da. 28, sehr schön.
So, alle durch. Alle durch. So, die beiden Pain Gods werden nicht beide Schaden machen, aber ist okay. Die da oben werden einfach nur Schaden bekommen und in zwei Runden umkippen. Das Ding flieht. Komm, Wut entbrannt. Was hast du in der Hand? Weiß ich gar nicht mehr. Ach, Pistole, okay. So, fünf Runden bis das Ding explodiert. Du bist gleich tot, Ovich. Axt. Auf dich. Trantin. Messer auf dich. Oh, du hast ja noch volle Lebenspunkte. Das habe ich irgendwie übersehen. Du gehst mal weg. Du machst einen Fernangriff im Nahkampf. Wurzeln. Lebst aber noch. Sullivan stellt sich so hin, dass er den da anschießen kann. Also da. Nicht mit dem Napalmwerfer. Ich glaube, das möchte die Medusa nicht. Du, da. Komm, 26. Hey, sehr schön. Und du bist dahin. Ich hoffe mal, das ist eine normale Bombe, die nur so im 9er Block wegspringt. Wir haben ja noch Zeit zum Weglaufen, hoffe ich. Achso, Medusa. Geh schon mal da an. Alles gemacht? Gehen hier ran. 4. So, ihr seid nächste Runde tot. Du bist wieder wach. Das ist nicht so schön. Das Ding braucht noch zwei Runden. Du britzel ihn. Du Messer ihn. Sullivan 13. Ja, da riskiere ich nichts. Du nimmst Gewehr. So, und der Rest geht einfach ganz weit weg von der Bombe. Und die beiden Headnails kippen gleich um. Wir haben noch drei Runden Zeit. Falls irgendwas ist. Und kaputt. Ah, Sieg. Sehr schön. Passiert jetzt irgendwas mit der Bombe? Geh. Aber ne, hier blinkt nichts, hier piept nichts. Alles okay. Man muss die Gegner noch schnell genug töten. Und das haben wir ja geschafft. Also, oh, warte mal. Du. Pflaster. Trantin. Und sie muss unbedingt beim nächsten Level Aufstieg Lebenspunkte nehmen. Das sieht so gefährlich aus hier im zweistelligen Bereich. Durchgehend. Öffnen. Eine Schockwaffe. Betäubungsmittel gegen Gift. Ah, das ist sowas wie bei Morrowind. Ein Trank, um Paralyse zu beheben. Wenn man paralysiert ist, kann man sich nur nicht bewegen, um Trank zu trinken. Yay! Das muss ich mir mal angucken. Da. Wirkt gegen Betäubung. Ja, ja, du mich auch. Ein. Die können zu ihr. Gerät zur Selbstverteidigung. Ja, da dieses Spiel so vorurteilsbehaftet ist, kriegt die Frau das mal. Die kann das bestimmt benutzen. Und dabei Nein schreien und jemandem in die Eier treten. Der Rest ist okay. So, da geht's nicht weiter. Dann da lang. Also es gibt definitiv viele optionale Kämpfe, aber die scheinen sich fast alle zu lohnen. Oh, neuer Boss. Wahrscheinlich. Killeräffchen. Das ist kein Killeräffchen. Hey, du kleiner Satansbraten, hör auf, mich so anzustarren. Seine Augen. Sie lassen mir das Blut in den Adern gefrieren. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir schleichen uns an ihm vorbei oder wir töten es. Ich glaube, das Ding hat uns schon gesehen. Außerdem will ich ja nichts vorbeischleichen.